C'est énorme, c'est énorme, c'est dans un match pareil. C'est énorme, ça fait du bien. C'est bon d'avoir les 3 points et ça me laisse encore des chances pour aller chercher le titre. Es ist gekommen, wie es hätte müssen kommen. Der bessere gönnt. Der FC Zürich besiegt GC vor 18.600 Zuschauern im Stadtderby mit 1:0. Und was tut mehr weh als verlieren? Verlieren in den letzten Minuten. Haben wir wirklich fast nichts zugelassen, bis auf ein, zwei Aktionen in der zweiten Halbzeit. Ich denke, bestimmende Mannschaft war der FC Zürich. Für mich mehr Ballbesitz, mehr Kreativität nach vorne, mehr Torchancen erarbeitet und rausgespielt. Vielleicht die erste Halbzeit die ein oder andere ein bisschen leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Aber nach 90 Minuten oder heute nach 94 Minuten wird schlussendlich abgerechnet. Und ich denke, der stehende Ball, ja, wo wir da noch das 1-0 haben können schiessen, ist schlussendlich einfach hochverdient. Laughing Dasties has mad, fast cat, lining them up like crap. Play these ponies at the track, it's my job to let them crash. Es ist ja so, ich meine, solange das der Firi nicht zu Schluss pfiffen hat, ist alles möglich. Und heute haben wir gezeigt, dass Fußball ist auch verrückt ist. Aber am Schluss ist verdient, glaube ich. Ja, ja, heute sind wir klar die bessere Mannschaft gewesen. Und vor allem in der ersten Halbzeit ist wunderbar gewesen. Hat nur das Goal gefällt, aber am Schluss ist er gekommen. Und das ist die wichtigste Sache. Ja, es sind unglaubliche Gefühle. Es ist super. Ich bin nervös am Anfang und die Fans haben mich so motiviert und ich bin top motiviert aufs Spielfeld gegangen. Es ist ein super Gefühl. Ich bin glücklich und zufrieden. Und dann noch einen Sieg rauszuholen, es ist unglaublich, kann man nicht beschreiben. Es ist ein super Gefühl. Das Wochenende ganz im Zeichen vom Stadtclub. IB und Basel trennen sich mit einem Unentschieden und somit sind es für den FC Zürich nur noch 5 Punkte bis zur Tabellenspitze.